In den letzten Tagen wurde ich von einigen von euch auf dieses Foto auf Instagram aufmerksam gemacht von einem Influencer. Und zwar mit den Fragen: Kann das denn sein? Gibt es so große Barsche auf Gran Canaria? Was ist dein größter Barsch? Zu diesen kindischen Größen bzw. Schwanzvergleichen möchte ich hier einiges sagen. Aber natürlich auch geht es um das Foto an sich bzw. Angelfotos, Trophäenfotos im Allgemeinen, wie man sie am besten bearbeitet und was man vorher schon bei der Aufnahme beachten muss. Bleibt also dran. Mit Glück haben solche Fänge natürlich immer zu tun, egal wie groß der Fisch ist. Der Zander ist 1,12 Meter, meiner ist nur 1,08 Meter. Ja, ist es das Können des anderen Angler wohl kaum, weil meine Tochter hat einen wesentlich größeren Wolfsbarsch bei ihrem allerersten Versuch am Meer gefangen, als ich in den ganzen 11 Jahren auf Gran Canaria. Ist sie jetzt dann der bessere Angler oder was? Ich habe zum Beispiel die letzten Barsche auf Gran Canaria, die großen Barsche wohlgemerkt, die anderen sowieso nicht, überhaupt nicht mehr gemessen, weil. Ein dicker Barsch, ja, das ist doch wunderbar, oder? Da macht man ein tolles Foto. Und ich habe wirklich keine Ahnung, ob mein größter Barsch jetzt 7, 58 Zentimeter hatte oder vielleicht 62 oder 64 Zentimeter. Ganz einfach, weil ich nicht gemessen habe. Ich habe so mehr oder weniger den Fisch an der Angel taxiert und dann eben schnellstmöglich zurückgesetzt, damit er vielleicht größer wird, was aber leider auf Gran Canaria nicht der Fall ist. Die Barsche werden eigentlich nicht über 60 Zentimeter. Kommen wir zurück zum Foto und der Behauptung, dass der Barsch 62,5 wohlgemerkt Zentimeter gehabt haben soll. Also nicht 62,4 oder 59,3, sondern 62,5 Zentimeter. Ich habe in den letzten Jahren viele angebliche Fangmeldungen erhalten von Barschen von 62 Zentimeter. Auf jeden Fall war er über 60, das will man damit wohl sagen. Aber man will auch nicht übertreiben, weil dann könnten vielleicht Zweifel aufkommen, wenn man behaupten würde, er wäre 65 Zentimeter. Und bei 60,5, dann wären natürlich die Zweifel, ob der wirklich 60 gehabt hat oder eben nicht vielleicht 59,5. Und ich habe hinten nochmal die Schwanzflosse zusammengedrückt und den Fisch komplett auseinandergezogen, damit er diese 60,5 erreicht. Bei diesem Foto, das ich jetzt mal analysieren möchte, sind natürlich grundsätzlich Zweifel angebracht. Ganz einfach deswegen, weil es von einem Influencer ist. Es ist also kein normales Angelfoto, das irgendein Hobbyangler auf Gran Canaria aufgenommen hätte, sondern es ist ein professionell gestaltetes Foto, das zu Werbezwecken verwendet wird. Hier in diesem Fall handelt es sich natürlich um einen sogenannten Pro-Angler. Der steht vertraglich unter Druck. Das heißt, der muss seinen Firmen, für die er wirbt, eben auch Material liefern. Schneller, höher, weiter heißt es dann. Sex bzw. Fish Sells. Professionell ist übrigens die Aufnahme gestaltet. Das fängt schon damit an, dass man den Fisch möglichst so nah wie möglich vor der Kamera fotografiert, so nah wie möglich, ganz bildausfüllend. Eine Weitwinkelaufnahme mit einem Weitwinkelmotiv haben viele Smartphones. Dann dieser Bokeh-Effekt, bei dem alles andere in den Hintergrund tritt und damit noch weiter weg, beziehungsweise der Fisch noch größer und näher dran erscheint. Und natürlich die Nachbearbeitung, um die es hier geht. Aber fassen wir nochmal zusammen. Was braucht man für ein gutes Trophäenfoto von Fischen? Wir brauchen erstmal überhaupt eine Weitwinkelkamera oder ein Weitwinkelobjektiv. Dann müssen wir so nah wie möglich mit der Kamera an den Fisch herangehen, sodass der Fisch das ganze Bild ausfüllt. Wir brauchen die Schärfe oder den Fokus auf dem Fisch, nicht auf uns Angler, nicht im Gesicht. Darauf muss man unbedingt achten. Dann brauchen wir einen Weichzeichnungseffekt. Den kann man entweder künstlich schon einstellen oder über klassische Fotoapparate stellt man ihn mit einer sehr kurzen Blende ein. Dann natürlich der Klassiker, die Arme auch natürlich ausgestreckt halten, je nachdem, was für ein Fisch das überhaupt ist. Und ganz wichtig, man darf eben, was schon mit dieser Haltung auch verbunden ist, keine Rückschlüsse auf irgendwelche Größenvergleiche zulassen. Das heißt, keine Angel daneben halten, den Fisch nicht so umarmen, dass man den Arm sieht. Was bleibt da übrig? Die Hände. Die Hände, irgendwie muss man den Fisch ja festhalten. Was macht man mit den Händen? Da gibt es auch einige Tricks und dass zum Beispiel mit den Händen hier getrickst wurde, das zeige ich euch gleich. Hier habe ich das Bild in einem typischen Bildbearbeitungsprogramm geöffnet, Photoshop. Es gibt auch andere Optionen. Ich nutze das Programm halt, weil ich früher mal vor Jahrzehnten Photoshop an der Volkshochschule in Deutschland unterrichtet habe. Dementsprechend alt sind auch meine Kenntnisse. Heute gibt es bessere Sachen, es gibt auch sogar für das Smartphone Sachen. Jeder hat bestimmt schon mal Werbung gesehen, wo dann eben die Pixel alle direkt weg sind.
Ja, wo ist mir aufgefallen, dass das Bild auf jeden Fall manipuliert ist? Und das ist jetzt keine Spekulation, sondern das ist einfach ein Fakt. Nehme ich mir hier die Lupe, dann zoome ich mal hier rein und dann sieht man ganz klar, man hat hier die Schuppen, die hier oben drüber gelegen haben, einfach hier reinkopiert. Ist im Prinzip auch ein Fehler, weil die Schuppen von hier oben passen natürlich nicht zum Bauch, sondern man hätte Schuppen von hier von der Seite nehmen müssen, um das ein bisschen glaubhafter aussehen zu lassen. Wahrscheinlich ging es hier um Geschwindigkeit. Woran man auch erkennen kann, dass eben das Ganze manipuliert ist, ist dieser scharfe Knick. Woher soll der scharfe Knick kommen? Dadurch, dass er vermeintlich hinter dem Bauch gegriffen hat, wo kaum. Das heißt, hier war definitiv eigentlich eindeutig die Hand und die Finger drüber. Ich kann das so mal ein bisschen versuchen zu rekonstruieren, also forensisch vorgehen. Wobei klar sein muss, dass aufgrund der geringen Bildauflösung, die man in Instagram zur Verfügung hat, was vielleicht auch bewusst so gewählt ist, die Möglichkeit der Rekonstruktion, einer sauberen Rekonstruktion natürlich nicht so groß sind. Aber man sieht schon, wenn man hier so ein bisschen sich die richtigen Schuppen zusammensucht, dass man das hier so drüber legen könnte und dann zumindest einen klareren Bauch erreichen könnte. Aber so war es eben nicht gewesen. Sondern es war eher so gewesen, dass die Hand bzw. die Finger hier drüber gelegen haben und man hat sie einfach wegretuschiert. Dafür spricht auch zum Beispiel der Schatten, den man hier sieht, weil der Schatten, der kommt, die Sonne fällt von hier nach da, der Schatten der Sonne fällt hier drüber. Demnach ist auch bewiesen, dass der Finger eigentlich hier drüber gereicht hat. Das lässt sich natürlich nicht mehr sauber rekonstruieren, weil eben der Originalfinger fehlt. Man kann es halt so ein bisschen andeuten, wie das vermutlich wirklich ausgesehen hat. Sieht jetzt halt aus wie ein Finger mit Bluterguss. Ich weiß nicht, wo kriegen wir noch einen Fingernagel her? Nachbelichte, Abwedler. Versuchen wir mal so ein bisschen den Abwedler hier reinzumachen. Ich kann hier noch so ein bisschen Fingernagel für euch rekonstruieren, dass es so ein bisschen aussieht. War ein bisschen too much. Aber man kann sich halt das vorstellen. So ungefähr hat jedenfalls der Finger da gelegen. Dadurch ist halt wieder ein Größenvergleich möglich, was man wohl eben gar nicht erst wollte. Aber ich denke, dass man auch an einer anderen Stelle sieht, dass eben mehr gemacht wurde, als einfach nur diesen Finger wegzuretuschieren. Und zwar sieht man das an diesen Fingern. Wenn man sich diesen Bereich anguckt, sieht es doch arg merkwürdig verwurstet und gequetscht aus und man kann gar nicht so richtig identifizieren, wie viele Finger hat er da oder liegen da irgendwie 8 Tentakeln an. 1, 2, 3, 4, das wäre jetzt der Normalbereich. Es wirkt aber optisch nicht so. Und hier haben wir eine dicke Delle drin. Möglich wäre ja, dass er einen verkrüppelten kleinen Finger hat, weil er vielleicht mal gebrochen war oder sowas. Hier oben, der Daumen wirkt total blatt. Was man natürlich auch nicht hat, wenn man den Fisch festgreift, sondern hier würde ein kleiner Höcker stehen. Ich gehe davon aus, dass hier die Hand komplett auch manipuliert wurde, das heißt, sie wurde verkleinert. Das macht man mit einem verflüssigen Werkzeug. Das kann man auch in Photoshop aufrufen. So, und dann versuche ich jetzt mal zu rekonstruieren, wie möglicherweise die Hand bzw. der Finger vorgelegen hat. Wie gesagt, ich kann es nicht mehr sauber rekonstruieren, weil dafür einfach die Pixel fehlen und natürlich, weil Pixel schon eben auch zerstört wurden durch die Nachbearbeitung. Da oben noch die Kerbe in dem Daumen. Hier darf man sich nicht dran stören. Wie gesagt, ich habe kein Originalfoto und auch kein Foto ohne diese Symbole von Instagram. Die sind natürlich jetzt verzogen. Gucken wir uns einfach mal das Vorher-Nachher der Hand an. So. So. Wie gesagt, es geht hier um den Größenvergleich. Ich gehe auch davon aus, dass hier hinten an der Schwanzflosse, hier sieht man zum Beispiel diese typischen Buckel durch das Verflüssigen und auch ein bisschen die verschmierten Pixel, selbst noch in Instagram. Hier gehe ich auch davon aus, dass die Schwanzflosse einfach vergrößert wurde, um sie wuchtiger darzustellen. Versuchen wir auch das mal noch so ein bisschen zu rekonstruieren.
Da können wir die ganze Flosse ein bisschen reinschieben. Die wird nämlich ein bisschen unnatürlich abstehend. Ist ja kein Yellowfin-Tuna, so ein Schwarzbarsch, der irgendwie so eine riesige abstehende Flosse hat. Und hier, denke ich mal, ist auch der Fisch einiges eingerückt. In diesem Bereich hier scheint sich die Schwanzflosse irgendwie nach hinten um den Fisch herum zu wölben. Das kommt mir auch irgendwie spanisch vor. Und der Fisch ist ja zwar in Spanien gefangen worden, beziehungsweise auf den Kanaren, aber doch nicht sehr hart spanisch. So. Auch hier mal ein direktes Vorher-Nachher. Und natürlich die Komplettansicht. So, da haben wir doch schon einen Unterschied, der so aussieht, als wenn er vielleicht eher an der Realität sein könnte. Das manipuliert wurde, ist klar. Was mich halt noch insgesamt stutzig gemacht hat, ich gehe nicht davon aus, dass der Fisch auf diese Art und Weise direkt manipuliert wurde, sondern ich gehe davon aus, dass der Fisch an sich ausgeschnitten wurde und in das Bild vergrößert wieder eingesetzt wurde, praktisch vergrößert wieder in die Hände gelegt wurde und entsprechend die Hände und die Finger anretuschiert wurden, beziehungsweise nachretuschiert wurden. Dafür spricht die vollkommen unnatürliche Schärfe, die künstlich auch geschaffen worden sein kann durch übermäßiges Weichzeichnen oder eben übermäßigen Artificial Intelligence Eingriff der Software des Smartphones. Aber nach meiner Erfahrung sehen Schwarzbarsche, die über 55 cm haben, nicht so aus. Die haben meistens in ihrer Erscheinung ein sehr ungesundes Äußeres. Sie haben eine buckelige Gestalt, fast wie ein Karpfen, oder sie sind schon fast abgemagert wie ein Brett, ganz einfach, weil auf den Kanaren die Barsche gar nicht so groß werden. Die fangen ab 55 cm an zu degenerieren. Blutige Flossensäume, Schuppen, die irgendwelche Pilze haben. Dieser Fisch sieht absolut kerngesund aus wie ein Fisch 48 bis 55 cm. Auch das ist ein Indiz für mich, dass es sich eben nicht um einen Barsch von 62,5 cm handelt. Wer es jetzt noch ein bisschen extremer haben will in der Ansicht, da gehe ich dann nochmal in das Verflüssigungswerkzeug und dann schieben wir noch ein bisschen was an dem Fisch herum. Der Bauch wirkt auch ein bisschen extrem fett. Ja. Das soll jetzt wirklich nur Spekulation sein und als Demonstration, was man machen könnte, wenn man wollte. Und den Herrn, den können wir auch gerne ein bisschen größer machen. So. Oder wir retuschieren einfach den Hintergrund nochmal dran. Nehmen wir einfach hier den Stempel. Ich muss jetzt hier mühsam rumstempeln und den Hintergrund wieder hinzufügen. In der Realität kann man davon ausgehen, dass das Foto wesentlich größer war und dass man den Bildausschnitt halt, was halt auch ganz normal ist und auch noch nichts vorzuwerfen ist, nachträglich verkleinert hat. Das ist auch keine Bildmanipulation, die man jetzt ankreiden könnte, genauso wenig wie die Sättigung erhöhen oder eben Scharfzeichnung im Ganzen, wohlgemerkt. Das sind so klassische Bildbearbeitungen, wo keiner was beanstanden könnte, dass man vielleicht mal einen Pickel wegmacht. Aber wenn man einen Finger wegretuschiert, dann ist es natürlich schon eine bewusste Manipulation. So, hier haben wir diesen gewaltigen Barsch. Und hier mal diesen Barsch. Wie gesagt, das ist nun mal jetzt gerade vorgeführt. Ich habe das nicht vorher großartig trainiert. Das könnte die Wahrheit sein. Natürlich kann es nicht die ganze Wahrheit gewesen sein, weil dafür scheidet halt schon wegen dieser Fingermanipulation der Echtheitsgehalt aus. Ja, das ist doch ein guter 52er Barsch. Und hier haben wir den Barsch von 62,5 cm. Entscheidet selbst, denkt selbst und lasst euch nicht durch solche Fotos verunsichern und vor allem habt Spaß beim Angeln und messt nicht eure Pimmel aus. Es ist also hier nicht anders wie überall in unserer Medienscheinwelt. Die Pizza auf dem Pizzadeckel ist eben in Wirklichkeit doch etwas kleiner und weniger lecker aussehend. So ist es hier eben auch nicht anders. Unsere Welt wird halt optimiert. Erstaunt bin ich aber darüber, dass sich so viele Angler da veräppeln lassen. Vor allen Dingen, weil das sprichwörtliche Anglerlatein ja nun mal auch
nicht nur ein Vorteil ist, sondern in der Realität leider zu häufig eintritt. So würde ich mich halt schwer wundern, wenn in diesem Fall von diesem Bild und Fang jemals eine authentische Messung zu sehen sein wird. Also ich meine jetzt nicht das zusammengeknickte Maßband unter dem Fisch, sondern eine ordnungsgemäße ICFA-Messung. Die wird man hier garantiert nicht sehen. Ich habe also meine Zweifel daran, dass der Fisch das Maß hat. Das soll für euch vielleicht reichen. Und ansonsten sage ich nur, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ah!